Die vierte wichtige Grundregel ist, dass das Ablehnen oder das Uminterpretieren von diesen Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst gegeben hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm gegeben hat, dass dies ein Denken der Sekten ist und nicht der Weg von Ahl Sunnah. Sondern der Weg von Ahl Sunnah ist den, den ich am Anfang angeführt habe, und zwar, dass wir die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er sich selbst beschrieben hat, dass wir sie so nehmen nach dem Offenkundigen, und wir bestätigen diese Namen, und wir bestätigen diese Bedeutung. Das heißt, wir sagen nicht, dass beispielsweise mit der Hand etwas anderes gemeint ist. Wir interpretieren nicht diese Eigenschaften um und sagen, mit der Hand von Allah ist gar nicht eine Hand gemeint, sondern das ist eine Metapher für die Macht. Und mit den Augen von Allah subhanahu wa ta'ala sind nicht tatsächlich Augen gemeint, sondern wir sprechen hier nur von dem Schutz. Woher weißt du das? Weil Allah subhanahu wa ta'ala das so gemeint hat. Allah subhanahu wa ta'ala kann sich nicht ausdrücken und kann der Schöpfung nicht klar und deutlich sagen, was er will, aber du hast verstanden, was Allah subhanahu wa ta'ala sagen möchte. Deswegen, das ist der Weg, ja, das ist der Weg von Ahl Sunnah, dass wir die Namen und die Eigenschaften so bestätigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sie sich selbst gegenüber bestätigt hat und wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm diese Eigenschaft bestätigt hat oder diese Eigenschaften bestätigt hat. كن متأدباً